Das sind kleine Dörfer hier. Einen Wandergelehrten aus Galivan begegnen wir. Aha. Lies ein Kapitel eines Buches. Ja, sehr schön. So, unsere zweite Rast und jetzt geht's weiter. Da müssten wir jetzt gleich in Caer Cyfflin ankommen. Sehr gut. Aha. So, diesen Platz kennen wir ja auch schon, bloß war da überall der Ausgang versperrt. Mal schauen, ob sich das jetzt ändert, nachdem wir unsere erste Mission erfolgreich, muss ich sagen, hinter uns gebracht haben. So. Gucken wir mal, was uns erwartet. Kellem. Sehr schön. Trefft Lord Karan. Ist er immer noch im Gasthaus? Ups. Was ist mit den anderen beiden? Die können nicht mehr zu uns. Ah ne, das ist die Stadtwache. Die anderen beiden sind woanders. Okay, verstehe. So, Karan war hier drin in dem Gasthaus. Deswegen gehen wir einfach mal da rein. Würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Offensichtlich. Hallo, Annie. You're back. How did it go? Well, Captain Henrik is dead. I'm sorry. Oh. Well, who's in charge then? You might have to wait before going to Caer Lem, I'm afraid. I see. Well, not your fault. Thanks for the heads up. You're welcome. Gut. Oh, eigentlich wollten wir ja... Was macht denn die Tafel hier? Eigentlich wollten wir doch hier rein marschieren. Genau, da ist er ja auch schon. Lord Karan steht immer noch am selben Platz. Oh, here you are. How was the mission? We must report to the council immediately. Of course. I'll inform the council that you've returned. When can we hope for an audience? It depends. Tomorrow, if you're lucky. Another party came back yesterday, and they still have to make their report, so maybe they'll see you both at once. Listen, we can't wait around here. What we've got is big. The outpost at Caer Lem has been attacked. Almost all of the garrison was killed. By all the gods! Meet me in the council chamber. I'll inform my superiors. Okay. Wichtige Neuigkeiten. The Legacy Council is now in session. Captain Merrin has the floor. Ladies and gentlemen, your Royal Highness, my party and I have made a very worrying discovery in the Badlands, near the place we call Black Hill. We saw a group that we took to be scavengers. They attacked us right away, but we were able to fight them off. They were trying to get away with this. What is it? This box contains a gem. A ruby, it appears. We have determined that it has magical properties, and we believe the Council should examine it. So we will, Captain. But really, is that all? You called an emergency meeting of the Council for a simple magical gem? Her Royal Highness has a busy schedule. Please, Lord Denantar. In this chamber, I'm just a student of magic. Hear, hear. Anyway, Captain, the Council has a great deal of business. They were Sorax, our attackers. Not scavengers, not bandits. Sorax. Hmm. Sorax? Is this a joke? The Sor-Akath are no laughing matter, Lord Faisek. Oh, you know what I mean. What do you mean, my lord? How many times has the Council heard tales of these so-called Sorax? At least 20, I'd say. More. 23. Yes, more each year. It's becoming a fad. Our church has been warning of the Sor-Akath since humans first came to Celasta, in the wake of their foul god, Sor-Tar. I'm sorry, Captain, but you are certain that you encountered Sorax? It's true, they're real. What? And who might you be? Some new recruits, my lord. They were sworn in quite recently. New recruits, eh? They place too much stock in rumor, it seems. They assure me that they saw Sorax as well. Wait, do you realize how serious this is? Wir haben sie gesehen, das tun wir. Sie haben Caer Lem angegriffen. Ich glaube, Crea ist in diesem Fall die Sprecherin, würde ich sagen. They attacked the Caer Lem outpost. The garrison suffered severe losses. Caer Lem? The outpost in the marches? What do you mean by heavy losses?
The Sorax took over Captain Henrik, and only two of them are still alive. They can testify too. Do you have any material proof of their existence? I beg your pardon? Like what? Well, a dead body, for example? Or even just a head? If we go to Kaer Lem, will we find the bodies of these Sorax? Probably not. They took their dead with them when they retreated. The bodies of their victims, too. How very convenient. So you can offer us no proof of this adventurer's fable. And what if proof were to be brought before the Council? What proof? How? If the Sorax take away their fallen, as they say, that's not our problem. Let them find a way. These are new recruits, correct? Then let this be their new mission. Bring us the head of a Sorak for the whole Council to see. That would certainly be proof, Lord Fasek, would it not? Oh, very well. Meanwhile, the Council will examine the gem. If there is nothing else... Dean ILF Fasek of the Tower of Knowledge calls for a recess. Does any member object? No? It is resolved then. The Legacy Council is now in recess. That actually went better than I expected. So, wir mussten uns auf mehreren Seiten stellen. Wer ist die mürrische Zwergin? Die Prinzessin ist ziemlich fade, nichts als Sesselfurze. Ich glaube, hier ist mal wieder Benruk, der nach vorne prescht. Who's the grumpy dwarf woman? Chancellor Hertha Gormsdotter of the Guild of Antiquarians. She's, well, yes, quite, anyway. Some people might want to talk to you after this. Working for the Council, you are expected to be neutral. But you have the right to have friends. So, feel free to talk to whoever you like, as long as your allegiance remains to the Council as a whole. You may rely on our honor. Hey, deputies. Thanks for the support in there. You're welcome, Captain. So those bastards got Henrik. Shame. You knew him? Yes, indeed. I wonder who'll volunteer to retake KLM now. The scavengers could lead the way. Yes, they'll find a bunch of hotheads to retake the fort, I'm sure. Stay in the light, friends. You too. Sprecht mit Annie. Haben wir erledigt schon, okay. Nee, das ist alles noch nicht erledigt. Er spricht mit Robert, Ziel verfehlt. Keine Ahnung. Spricht mit Beryl oder Daliad. Schau mal ein bisschen näher an. So. Rede mit einer überlebenden Person von Kaer Lem. Ihr habt dem Rat Bericht erstattet. Ihr habt von einem alten Turm in den Schreckenslanden erfahren, der vermutlich Sorax als Versteck dient. Haben wir doch gar nicht. Keine Ahnung. Sprecht mit Beryl, findet Beryl und fragt sie, ob sie etwas weiß, sieht euch bei der Botschaft des Schneeallianz um. Oder findet Daliad und fragt ihn, ob er etwas weiß, sieht euch bei der Sackgasse um. Tja, ich glaube, wir gehen erstmal zu Beryl. Sie ist ja die Anführerin. Was ist hier? Sprecht mit Annie. Geht zu Annie Buckmore da und erhebt Anspruch auf Kaer-Lem. Nö, das machen wir nicht zuerst. Ich glaube, wir gehen zuerst mal zu Beryl. Wo ist sie nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Bei der Schneeallianz. Gut, die war ja sowieso gleich hier ums Eck. Pass mal auf, wo sind wir denn gerade? Hier kommt man rein. Genau. Dann müsste es eigentlich hier sein. Genau, da ist sie auch. Da ist sie, ja. Beryl Steinbart. Well, if it isn't our brave saviors. Good day, Lieutenant. I'm no longer a Lieutenant. I resigned my commission. I work for my people now. I will never step foot in the Badlands again. Yes. Well, you clearly weren't cut out for that posting. I've made my peace. But you aren't here to check on my welfare, are you? No. We seek information. Before the attack, where exactly did your scout venture? You mean Daliad? Right, Daliad. Where did he go before the Sorax attacked? As far as I know, there's not a name for this place or road that leads there. But I can show you on a map. It's near the ruins of an ancient tower. Thank you, Beryl. We appreciate the help. What are you thanking me for? Sending you to your death? Okay, also da haben wir irgendwas von einem Turm gehört. Antiquitare haben wir jetzt eine höhere Meinung. Wie geht ihr zum alten Turm? Ein neues Ziel ist verfügbar. Sehr schön.
Okay, das kann man also mit den anderen nicht mehr reden, aber jetzt können wir erstmal mit Annie sprechen. Ihr habt erfahren, dass die Späher aus der Garnison in Kerlem das Gebiet um einen alten Turm erkundeten. Es ist nun auf eurer Karte vermerkt. Geht dorthin und erforscht es, findet einen Sorg und bringt dem Rat seinen Kopf als Beweis, dass sie tatsächlich existieren. Sehr schön. Wir haben aber doch ein paar Sachen jetzt irgendwie gefunden. Wir haben noch zum Beispiel hier dieses Reich, diese Reichstortafel. Die möchten doch die Antiquare zum Beispiel gerne haben. Ein Fraktionsrelikt. Können wir mit dem irgendwas anstellen? Nee. Die Antiquare waren ja eine Fraktion, die wir unterstützen möchten, ne? Antiquare begann ein Informationsnetz innerhalb der Schneeallianz. Mehr oder weniger offizielle Organisation, deren Strukturen an der Universität erinnert. Ich glaube, das ist was, wo das Krea unterstützen würde. Das Arcaneum, magische Tradition. Ich glaube, das Arcaneum, der magische Arm des Neuen Reiches. Zirkel von Danatar. Kleine magische Schule ist eine Schule für Abenteurer. Akademische Gruppierung, bekannt für seine Härte und Praxisnähe. Das ist eher, glaube ich, nicht so die Richtung von Krea, auch nicht die Plünderer. Das Fürstentum Asgard, naja, für die arbeiten wir halt gezwungenermaßen, weil wir ja dem Rat angehören, also zumindest Deputies sind, Beauftragte. Hier geht es auch eher um Schätze. Sie verlangen einen Anteil an Schätzen, die dort entdeckt werden würden. Denn sie fütterten, dass diese materielle und magischen Reichtümer das Machtgleichgewicht in den Königreichen des Ostens gefährden könnte, so entstand der alte Rat, ja. Und der Turm der Erkenntnis. Der Turm der Erkenntnis steht im Königreich Galivan. Er entstand vor einigen Jahrhunderten im Zuge lokaler Bemühungen, das verlorene Wissen des Mandakolonreichs zu bewahren und wieder aufzubereiten. Und hat sich seitdem zu einem Hort des Gelehrten. Also ich glaube, Turm der Erkenntnis und Antiquare, das sind die beiden, die wir am ehesten, mit denen wir am ehesten sympathisieren. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt nochmal mit ihr sprechen? Sie ist ja von den Antiquaren. Können wir dann irgendwie... If it isn't our brave saviors. Nö. Aber vielleicht mit ihm, Helm und Sommer. Clear skies, my friends. Nee, das bringt uns auch nicht weiter. Na gut. Ich schau mal kurz auf die Karte, ob hier irgendwelche interessanten Sachen noch sind. Da ist noch jemand, Priester von Mareike. Die Botschaft des Neuen Reichs. Da ist wieder der Busch. Hier, Zirkel von Danantar. Ah, okay, da müssen wir mal schauen, dass da dieses Zeichen drauf ist. Mit ihr sollen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, das ist klar. Hier ist der Turm der Erkenntnis und hier ist die Sackgasse mit Daliat. Ich glaube, hier gehen wir nochmal kurz hin und sprechen nochmal mit Daliat, auch wenn wir das jetzt eigentlich nicht mehr sollen, aber wir können ja trotzdem mal kurz mit ihm sprechen. Greetings, Deputies. Greetings, Daliat, if that's even your name. Of course it's my name. What are you implying? Nothing at all. We just want to establish who we're talking to. Daliat Sunbird, Scout of the Council. You know who I am. Trust us. We're all on the same side here. We'll see. Okay. Naja, also sonst gibt es offensichtlich nicht mehr so viel mit ihm zu sprechen. Wir gehen jetzt zuerst, bevor wir irgendwelche Antiquare oder sowas ansprechen, erst nochmal zu dieser Dame mit dem, von dem Plünderern. Und sprechen erstmal mit ihr. Vielleicht verrät sie uns ja ein bisschen was, was auch spieltechnisch relevant ist. Warum sind hier? Ach, weil die belastet sind. Ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Hallo, Annie. We wanted to talk about Kerlem. I'm all ears. No one's there anymore. Ah, you want to claim the place. How does it work again? We go there and scavenge everything you didn't take. Then you get a percentage. We can't promise you safe. It never is. Once we get there, we'll set up an outpost of our own. I'll check with the council first, but thanks anyway. What do we do next? Once we've done our work, I'll let you know. You'll just have to come by and collect your share. Okay. Plünderer begeben sich zu diesem Ort, um die Schätze, die dort zurückgelassen wurden, einzusammeln und zurückzubringen, neue 6 Tage verbleibend. Hauptmann Hendricks Garnison wurde von den Sorgs zerstört. Nur ihr und ein paar Überlebende vermochten knapp zu entkommen. Man könnte den Ausbussen zurückerobern und dann die Erkundung der Schätze fortsetzen. Okay. Gut. Dadurch verbessern sich unsere Beziehungen.
So, Plünderer-System. Habt ihr einen Ort von Monstern befreit, könnt ihr euren Taten an jedem Plünderer-Außenposten melden. Sie werden ihre Leute dorthin schicken, um die übrig gebliebene Beute zu sammeln und zu verkaufen. Jedes Mal, wenn ihr ein Plünderer-Hauptquartier betretet, könnt ihr das Geld abholen, das sie euch schulden. Sie beanspruchen ungefähr 20% des Gesamtwertes dessen, was sie zurückgebracht haben. Ihr könnt außerdem ein paar der Dinge, die sie gesammelt haben, vorher zurückkaufen. Man muss nicht mit dem Quartiermeister der Plünderer sprechen, um das System nutzen zu können, sondern kann einfach auf das Schild in der Nähe klicken. Verstanden. Ist hier ein Schild? Ach, hier dieses Schild, okay. Gut, dann ist das ja... Eine Truhe fehlt jetzt. Ne, die steht da. Was ist das hier noch? Ich gehe mal hier hin. Das ist auch interessant. Was ist das? Missionen annehmen. An diesem Anschlagtafeln kannst du optionale Missionen annehmen. Es ist ganz einfach. Nimm eine Mission von einem Auftraggeber an, führe die notwendigen Aktionen aus und kehre zur Tafel zurück, um deine Belohnung abzuholen. Achtung, einige dieser Missionen sind gefährlicher, als sie zunächst erscheinen. Aha. Sorak-Relikt. Die Sor-Akkad haben den Außenposten von Zelem in den Grenzlanden angegriffen. Sie müssen Spuren, Waffen oder irgendetwas anderes hinterlassen haben. Durchsucht ihr Lager in den Höhlen und bringt jeden Ausrüstungsgegenstand zurück, der von den Sor-Akkad stammt. Auftraggeber, die Kirche, ein Nas. Belohnung, eine Fiole, Sternenstaub. Empfohlene Stufe 4. Okay, da sind wir also noch nicht so weit. Wir sind ja erst Stufe 2. Gut. Ich wollte jetzt gerne unsere Kiste. Das ist ja unsere Kiste, ne? Dachte ich. Das wäre unsere Kiste hier. Gruppenvorrat, genau. Da wollte ich gerne die ganzen Sachen hier mal reinlegen. Können wir das vielleicht irgendwie auf Steuerung? Ja. Nee, auf Steuerung. Das auch nicht so richtig. Nee, bringt nichts. Okay. Was haben wir denn hier? Schriftrolle des Entdeckens von Gut und Böse. Dieses Pergament. Ja, ich würde jetzt erstmal die kompletten Sachen hier, also was wir so alles gesammelt haben, mal da reinpacken. Abgrundmoos, genau. Dann diese besonderen Sachen, die behalten wir nochmal in der Hand. Da ist auch noch Kraut. Da ist auch noch so ein Kraut. Hier auch. Hast du nur so wenig Platz? Doppelklicken müssen wir. Ah, das... Da ist nur so wenig Platz offensichtlich. In der Kiste. Ich dachte dann schon, dass das ein bisschen größere Kiste ist, ehrlich gesagt. Und hier. Da ist mehr Platz. Da, alles deins. Das ist unser Gruppenvorrat. So schaut's aus. Die Perle. Ja. Gut. Dann, genau, dieses Öl, das Gift, packen wir auch alles mal da rein, dieses Schwert. Müssen wir jetzt erstmal alles nicht mit uns rumschleppen. Gegengift ist sicherlich nicht verkehrt dabei zu haben. Ja, die prachtvolle Lederausrüstung, die wollten wir verkaufen. Die werde ich auch jetzt dann gleich verkaufen. Wie bringt die nochmal? 750 Gold, ja, richtig. Und den Kettenpanzer, den können wir, glaube ich... Können wir die... Warum benutzen wir die nicht selber? Achso, die ist schlechter. Kein GS-Bonus. Und hier haben wir GS-Bonus. Dafür haben wir aber... Doch, Rüstungs... Doch, die ist besser, die prachtvolle Lederrüstung. Warum haben wir die nicht an? Ich denke, die ist besser. Weil bei Dungeons & Dragons ist es doch so, dass je niedriger die Rüstungsklasse, desto besser. Deswegen haben wir hier Rüstungsklasse 11. Also insgesamt 13. Die Rüstungsklasse gibt an, wie gut eine Kreatur vermeiden kann, im Kampf getroffen zu werden. 11 Leserrüstung plus 1 plus 2 was heißt das nochmal? Geschicklichkeit, genau. Und hier haben wir Rüstungsklasse 13. Ich bin da ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen überfordert. Welche besser ist, aber ich meine, die prachtvollere Lederrüstung kostet 750. Ja, und hat auch viel kleineres Gewicht, nur Gewicht 8. Die müsste doch eigentlich... Ah nee, Kettenpanzer ist eine schwere Rüstung. Also doch ist es offensichtlich doch so, je größer die Rüstungsklasse, desto besser. Okay. Ja.
trägt das Wappen einer alten elfischen Familie. Sie hätte halt sehr niedriges Gewicht. Vielleicht kann das der Elf anziehen. Das könnten wir nochmal gucken. Das wäre doch interessant. Schauen wir mal ganz kurz. Also erstmal hier die Smaragde. Wie schaut es da aus? Prachtvolle Lederrüstung wäre genauso gut wie seine jetzige Lederrüstung. Aber wäre eben von dem Wappen einer alten elfischen Familie. Würde auch sehr viel mehr kosten, aber ich glaube, das passt zu Ibonit, dass er sowas anzieht. Deswegen machen wir das einfach mal. Ich glaube, vom Gewicht her ist es gleich. Gewicht 8 und hier hätten wir... Nee, ist sogar ein bisschen leichter. Okay. Dann verkaufen wir die hier. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, das hier können wir hier nochmal reinpacken. Ah, nee, das wollten wir erstmal haben. Antiquare. Gehen wir mal an Creasola. Liebeswerkzeug. Können wir nirgendwo ausrüsten. Wir haben wirklich sehr viel Proviant. Muss man sagen. Keine Ahnung, warum wir so viel Proviant haben kaufen müssen. Er hat immer noch das hier ausgerüstet, sehe ich gerade. Sollte man mal ändern. Gut, was hat sie denn hier? Heiliges Symbol. Dann haben wir hier ein bisschen was. Und hier können wir das stacken. Magnesium, Säure. Die brauchen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. Raffiniertes Öl. Sehr gut. Sie hat auch noch eine Fackel und noch eine Kerze. Und ein Heiltrank, den können wir da unten reinpflanzen. Schriftrolle der Wiederbelebung, sehr gut. Verbrauchsgegenstand. So, ich glaube, das war jetzt eigentlich alles. Hier haben wir etwas, das den Antiquaren hauptsächlich gefällt. Da haben wir etwas auch für die Antiquare und das ist auch für die Antiquare. Könnten wir aber auch den Turm der Erkenntnis geben, fände ich nämlich auch gar nicht schlecht. Eins davon könnten wir dem Turm der Erkenntnis geben. Ein Pfeil für Ibonit. Das im Zauberbuch ist mir noch nicht ganz klar. Wirken, fallen lassen. Was ist denn hier schreiben? Kopiere den Zauber in eines deiner Zauberbücher. Der Zauber dieser Schriftrolle steht nicht auf deiner Zauberliste. Ah, okay, den können wir also nicht lernen. Und wir können ihn auch nicht nutzen. Ja, dann können wir den ja schon mal jemand anderen geben. Dann bringt uns das ja schon mal nicht weiter. Kann sie denn den nutzen? Ja, sie kann den nutzen. Und den hier auch wiederbeleben. Belebt eine Kreatur bis zu einer Minute nach ihrem Tod wieder. Sehr schön. Gut. Ja, dann haben wir jetzt erstmal alles hier reingepackt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie die Sachen funktionieren, aber wir kriegen das schon hin. So, er hat Magisches und Kurioses. Was wollten wir denn kaufen? Irgendwas sollten wir doch kaufen. Krämerladen für Abenteuer. Ich glaube, ich gehe mal zu ihrem Laden. Ich habe nur leider schon wieder vergessen, was wir kaufen wollten. Heiltränke, glaube ich, ne? Aber wir wollten was verkaufen, richtig. Wir wollten diesen Kettenpanzer hier verkaufen. Für 18. Ja, aber warum nicht? Genau. Achso, das geht immer nur pro Person. Okay, also abschließen. Haben wir sonst irgendwas zu verkaufen gehabt? Ja, genau, seine Lederrüstung können wir verkaufen. Für 2, okay. Sonst haben wir nichts zu verkaufen. Ja, diese Dinger hier verkaufen wir natürlich nicht. Schon gar nicht für so wenig Geld. Gut, was hat sie denn zu verkaufen? Wie viel Geld haben wir? 178 Gold. Wir könnten hier also einen kleinen Heiltrank oder einen größeren Heiltrank. Ich weiß gar nicht, welcher jetzt größer ist. Der müsste schon größer sein. Oder einen super Heiltrank. 4W4 plus 4. 1W8 oder 2W4 plus 2. Pass mal auf, 1W8 könnte es zwischen 1 und 8 sein. Und das hier ist immer zwischen 4 und 10. Ja, kostet 10 mehr. Kaufen wir mal so einen. Oder vielleicht 2. Denke ich jetzt ganz gut. Ah ja, genau. Wir wollen noch eine Waffe kaufen für Ibonit.
Erstmal kaufen wir das hier. 104, ja. So, Ebonit. Eine Waffe. Was ist das hier? Herstellung. Zutaten. Abenteuer, Ausrüstung, magischer Gegenstand. Okay. Ich lasse nämlich zum Beispiel an einen Speer.